Warum heißt die Salzburger Festungsbahn auch Tröpferlbahn? Woher kommt das Trinkwasser für die Stadt Salzburg? Und wie viele Kirchen sieht man vom Mönchsberg aus in der Salzburger Altstadt? Emilia und ihr Großvater unternehmen eine herbstliche Wanderung. Dieses Mal entdecken sie 3 der 5 Schätze der Salzburger Gehtourismus, die sich in der Salzburger Altstadt befinden. Die Festungsbahn, den Wasserspiegel und den Mönchsbergaufzug und alles, was rundherum dazugehört. Und mit dem Audioguide auf 5schätze-reise.at können wir ihre Abenteuer miterleben. Los geht's am Fuße der Festung Hohensalzburg. Hier vom Kapitelplatz aus kann man schon unser nächstes Ziel auf unserer 5-Schätze-Tour sehen. Die Festungsbahn. Da drüben. Ja, ich sehe sie. Schau, da fährt eh gerade eine. Hast du gewusst, dass die Festungsbahn Tag für Tag tausende Touristen hinauf zur Festung Hohensalzburg bringt? Fast 1800 pro Stunde, wenn ich mich richtig erinnere. Und dabei braucht sie für eine Fahrt nicht mal eine Minute. Wow. Schon 1892, also in dem Jahr, in dem sie gebaut worden ist, hat sie ca. 400 Fahrgäste pro Stunde hinauf auf die Festung gebracht. Tja, ein ganz schöner Unterschied, 400 pro Stunde oder 1800 pro Stunde. Aber warum konnten da damals nicht mehr Leute mitfahren? Ganz einfach, weil die Wagen der ersten Festungsbahn viel kleiner waren und noch nicht elektrisch betrieben worden sind. Sondern mit Wasser. Unten in der Stadt ist aus dem Almkanal Wasser hinauf auf die Festung gepumpt worden. Mit diesem Wasser ist das Untergestell des oberen Wagens befüllt worden. Durch das Übergewicht des oberen Wagens ist der untere Wagen bergauf gezogen worden, weil die Wagen waren mit Seilen verbunden. Unten in der Talstation angekommen ist das Wasser dann wieder aus dem Wagen entleert worden und wieder in den Almkanal zurückgeleitet worden. Und ihrem Wasserantrieb hatte die erste Festungsbahn auch den Spitznamen Tröpferlbahn zu verdanken. Lustig. Tröpferlbahn. So, da wären wir. Auf der Festung. Vollkommen richtig. Schau, der mächtige Salzburger Dom. Und rechts davon die neue Residenz mit dem Glockenspiel. Und die ganzen Kirchen. St. Peter mit dem kupfergrünen Zwiebelturm. Gleich dahinter der spitze gotische Turm der Franziskanerkirche. Mächtig, prächtig. Und dort am Kapitelplatz, wo wir vorher gerade waren, die goldene Balkenhohlkugel. Die funkelt heute im Sonnenlicht. Und da drüben am Kapuzinerberg leuchtet das Kloster gelb mit der Sonne um die Wette. Und heute ist das Wetter so schön, dass man sogar bis nach Maria Plein sieht. Oh, ich finde, man sollte sich die Welt öfter von oben anschauen. Ja, da kann ich dir nur recht geben. Von der Festungsbahn sind es nur ein paar Schritte bis zur Festung Hohensalzburg. Die Festungsanlage hat sich über die Jahrhunderte stetig verändert. Ganz genau genommen war ganz oben am Spitz des Festungsberges schon im 4. Jahrhundert nach Christus ein Wehrturm. Zur Zeit der Römer, als Salzburg noch Iuvavum geheißen hat. Auf Lateinisch ein Castrum Superius, also die obere Burg. Aber auch schon viel früher, nämlich in der Jungsteinzeit, also circa im 4. Jahrtausend vor Christus, war der Festungsberg an dieser Stelle schon besiedelt. Dafür hat man bei archäologischen Ausgrabungen Beweise gefunden. Aber es waren nicht die Römer, die die Festung gebaut haben? Nein, natürlich nicht. Das waren die Salzburger Fürsterzbischöfe. Sie haben die Festung im Laufe der Zeit immer mehr erweitert. Mal hier um einen Wehrturm und eine Bastion, dann dort um ein Zeughaus und eine Kirche. Eigentlich ist an der Festung Hohensalzburg ständig gebaut worden. Vor allem, um sie immer wehrhafter zu machen. Die Erzbischöfe haben mehr als 600 Jahre an der Festung herumgewerkt und so die größte Burg Österreichs erschaffen. Mit 30.000 Quadratmeter. Wahnsinn.
Vom Festungsberg aus wandern Emilia und ihr Opa nun weiter über den Mönchsberg, der direkt anschließt. Also ich finde, der Mönchsberg, das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Ein Berg mitten in der Stadt. So, Opa, jetzt habe ich für dich den Mönchsberg-Faktencheck. Der höchste Punkt des Mönchsberg ist 523 Meter hoch. Er ist von mehreren Seiten zu Fuß oder mit dem Mönchsbergaufzug, einem der fünf Schätze der Salzburg AG Tourismus, zu erreichen. Der Bergrücken ist 2 Kilometer lang und geht direkt an den Festungsberg über. Erste Häuser gab es hier heroben schon im 14. Jahrhundert. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist der Wasserspiegel auf dem Mönchsberg. Hier lagern 25 Millionen Liter Trinkwasser für die Menschen in der Stadt Salzburg. Da drin im Wasserspiegel habe ich Sachen über das Wasser in der Stadt Salzburg erfahren, die ich vorher noch nie gehört und gesehen habe. Ja, zum Beispiel, wo unser Wasser in der Stadt herkommt. Das meiste vom Untersberg. Ich habe auch nicht gewusst, dass es einen Tag dauert, bis das Wasser von den Brunnen und Quellen bei mir zu Hause ankommt. Yes, und dass das Salzburger Wasser von Natur aus so sauber ist, dass es ohne Aufbereiten, ohne Filtern, ohne irgendwas weitergeleitet werden kann. Das ist echt cool. Aber man sieht ja im Hochbehälter, wie glasklar das ist. Spannend habe ich auch gefunden, dass der Durchschnitt Salzburger 120 Liter Wasser pro Tag verbraucht. Das ist echt eine ganze Menge. Wie war das nochmal? 37 Millionen Liter Wasser pro Tag? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. So eine Riesenmenge. Ja, vielleicht sollten wir damit ein wenig sparsamer umgehen. Und damit wir beide jetzt schön frisch bleiben, machen wir es wie das Wasser in den Rohren. Wir bleiben in Bewegung. Also ich bin durch und durch fresh und mein Kopf vollgepackt mit Infos. Jetzt freue ich mich auf ein paar Sonnenstrahlen draußen am Mönchsberg. Weiter geht's mit dem Spaziergang über den Mönchsberg und Emilia kommt aus dem Staunen kaum heraus. Wow, schau mal, von heroben am Mönchsberg schaut Salzburg schon echt cool aus, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Ein Traumausblick. Sollen wir im M32 einen Kaffee trinken? Puh, um diese Uhrzeit kann ich keinen Kaffee mehr trinken. Dann kann ich heute nicht mehr schlafen. Na bitte, jetzt bist du eh vom Glockengebimmel hellwach. Irre, wie viele Kirchen es in Salzburg gibt. Das sieht man erst von heroben so richtig. Da hast du recht. Warte, ich zähle mal. 1, 2, 3. 22, Opa. Es gibt 22 Kirchen in der Salzburger Altstadt. Auf nur 1,5 Quadratkilometer. Weißt du eigentlich, dass der Mönchsbergaufzug noch viel älter ist als ich? Den ersten hat es schon 1890 gegeben. Der erste elektrische Aufzug auf den Mönchsberg war noch außen am Berg. Getragen von einer Stahlkonstruktion haben zwei Kabinen die Leute 60 Meter rauf und runter gebracht. Einer der höchsten Lifte Europas war das. Und ganze 2 Minuten hat die Fahrt für diese kurze Strecke gebraucht. Weißt du, 1959, da hätte ich mir gewünscht, dass die Fahrt auf den Mönchsberg auch noch 2 Minuten gedauert hätte. Tja, warum sich der Opa eine längere Fahrt in seiner Jugend gewünscht hätte, das gibt's auf 5schätze-reise.at zum Nachhören. Zusammen mit allen Abenteuern von Emilia und ihrem Großvater. Und zusätzlich mit vielen Informationen, Skurrilitäten und einer 360-Grad-Tour zu allen 5 Schätzen der Salzburger AG Tourismus.